Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein Wirkstoffvideo. Ich habe mir jetzt lange Gedanken drum gemacht. Es ist schade, diese Videos nicht mehr zu machen, denn auch die Wirkstoffe möchten natürlich erklärt werden. Und ich habe mir halt überlegt, wie kann ich euch das nahe bringen? Wenn es zu schwierig ist, dann schalten die meisten ab. Und ich bin jetzt auch keine Chemikerin, dass ich mich da super gut auskennen kann. Das überlassen wir Leon. Nee, aber ich kann euch zum Beispiel Produkte vorschlagen. Ich kann euch das erzählen, was ich über das Produkt weiß und welche Erfahrungen ich gemacht habe. Arzneimittelsäure richtet auf meiner Haut nichts an. Nochmal zu meinem Hauttyp. Ich bin 44, habe eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht, große Poren, keine Pickel, keine Rosazea, keine Hyperpigmentierung. Und das sind eben auch die Anlaufpunkte, wo die Arzneimittelsäure greift. Dennoch probiere ich solche Actives ganz gerne aus, um zu gucken, bringt es nicht doch irgendwie was. Nur weil man diese Hautkrankheiten nicht hat, kann es doch irgendwelche Benefits bringen. Aber bei mir ist es tatsächlich ein Wirkstoff, der irgendwie auf meiner Haut nicht so wirklich greift, ne? Also ich denke schon, dass es funktioniert, denn Acetylinsäure hat eben auch eine beruhigende Komponente. Aber da ich eben andere Wirkstoffe auch auf der Haut auftrage, die eben beruhigend wirken, also ich habe da nichts irgendwie feststellen können, was für mich jetzt irgendwie positiv heraussticht. Ne? Also man muss Skincare oder Inhaltsstoffe in der Skincare eh auf ein großes Ganzes betrachten und vor allem auf längere Zeit betrachten. Wunder gibt es da recht selten. Aber die Acetylinsäure wirkt tatsächlich in 4 bis 6 Wochen. Ich kann euch aber auch so ein bisschen darbringen, was man mir zum Beispiel zum Teil auch unter die Videos geschrieben hat. Da gibt es eben Leute, die die Acetylinsäure-Produkte punktuell aufgetragen haben, gerade wenn sie Pickel hatten und so, und eine Regelmäßigkeit von 1 bis 2 Mal am Tag ist möglich. Aber da muss ich wirklich sagen, achtet da bitte, bitte auf euer Hautempfinden. Nur weil etwas möglich ist, bedeutet das nicht, dass es bei dir funktionieren muss. Das ist eben so eine Sache, die manche wirklich übersehen. Ich merke das immer an den Fragen, die an mich gerichtet werden, dass sich halt Leute komplett übernehmen und denken, viel hilft viel. Klar, in meiner Welt hilft viel auch viel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber solche Inhaltsstoffe können halt für den Anfang auch reizen. Und du musst einfach deine Haut kennenlernen und du darfst deine Haut einfach auch nicht zu sehr belasten. Stell dir vor, du hast schon eine andere Actives in deiner Routine drin und verwendest dann noch eine starke Acetylinsäure. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Wenn jemand wirklich eine empfindliche Haut hat, muss er wirklich darauf achten, was die Haut sagt. Und mein Standard in solchen Sachen ist natürlich immer, dass ich sage, guck deine komplette Routine an, bevor du ein Produkt rausnimmst, weil man gibt einen Haufen Geld für das Produkt aus. Ein richtig gutes Acetylinsäure-Produkt kostet halt 30 Euro plus. Und wenn man dann feststellt, oh, man reagiert darauf, man will es ja nicht direkt wegschmeißen. Ne? Also, das sind wir uns im Klaren. Also probiert man aus. Und da rate ich immer, milde Reinigung. Also ich frage die Leute generell immer, wie reinigt ihr euch euer Gesicht? Wenn dann irgendwie kommt mit Bürsten oder Produkte, die irgendwelche Duftstoffe enthalten oder Seife, noch schlimmer, dann weiß ich halt schon, in welche Richtung es geht. Und ich versuche dann meistens immer behutsam den Menschen zu sagen, bitte eine ganz sanfte Reinigung mal dahernehmen. Zum Beispiel mit einem Reinigungsöl oder mit einem Balm, dass man halt einfach mal diese Komponente weglässt. Und vor allem auch weitere Actives oder weitere Serien nicht noch dazu nimmt, sondern einfach mal die Reinigung, die Acetylinsäure und die Creme danach. Und dann einfach mal gucken, wie wirkt so. Und vor allem auch, wenn auf einem Produkt 1 bis 2 Mal am Tag oder 1 bis 2 Mal in der Woche draufsteht, muss das für dich halt nicht notgedrungen funktionieren. Du achtest auf das, was deine Haut dir sagt und du probierst erstmal. Also ich sag generell immer, versuch's am Abend, weil
wenn die Säure negativ am Tag irgendwie eine Hautreizung verursacht, dann hast du wenigstens am Abend und nicht am Morgen und musst nicht mit der Hautreizung durch den Tag laufen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Also probierst meistens immer am Abend aus, wenn du noch gar keine Erfahrungen damit hast, und guck, wie deine Haut so reagiert und steigere dich dann langsam. Und wenn du merkst, so, das funktioniert alles ganz gut, dann kannst du auch andere Dinge wieder dazu nehmen. Bloß ein Teil soll dir gesagt sein, eine sanfte Reinigung ist das A und O. Du musst nicht harsch reinigen. Und das sagt dir jemand, der früher halt so richtig mit Alkohol und Gesichtswasser und Micellenwasser und Duftstoffen und ich bin richtig harsch früher mit meiner Haut umgegangen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Arzelainsäure wirkt bei Hautkrankheiten wie Akne, also da habe ich von anderen positive Erfahrungen mitbekommen. Wie gesagt, auf meiner Haut, diese positiven Erfahrungen kann ich euch nicht mitteilen, weil ich habe sie nicht. Denn ich bin auch ganz froh, dass ich keine Rosazea habe. Ich bin froh, dass ich keine Akne habe. Das hatte ich mal früher als Kind. Und ich habe mal überlegt, ob der Hautarzt mir damals schon Arzelainsäure verschrieben hat. Ich kann mich da nicht mehr erinnern. Ich bin eine Zeit lang zum Hautarzt gegangen. Vielleicht hat er es ja genommen. Ich habe keine Ahnung. Wenn du irgendeine Hautkrankheit hast, also Rosazea, Hyperpigmentierung, Akne, und du gleichzeitig eben noch empfindlich reagierst und es besagt ja schon Hautkrankheit, du solltest eigentlich den Weg zum Hautarzt erstmal machen und den befragen, was er dazu sagt, dass du das jetzt ausprobieren möchtest. Weil du kannst eben mit solchen Actives auch wirklich Schaden anrichten. So wie ich dir halt eben gesagt habe, die Haut kann negativ auf das reagieren und man sollte immer mit einer gewissen Vorsicht an die Sache rangehen. Jetzt gibt es in der Drogerie oder allgemein auf dem Markt, das ist ja nicht alles Drogerie, was ich dir jetzt zeige, ich habe mir einen Computer hier stehen, gibt es einige Sachen, die ich zum einen auch schon probiert habe. Das ist einmal das Produkt von Face Theory, das nennt sich Lumicella Acelainsäure Serum A15 mit 15%, aber ich glaube, gibt da nämlich zwei Produkte. Denn Face Theory macht es ganz gerne, dass sie ein stärkeres und ein schwächeres Produkt raushauen. Zu meiner Zeit gab es bloß die 10%. Inzwischen gibt es da auch 15%. Beide Produkte kosten das Gleiche. Und sind natürlich auch, also ich habe damals keine 30 Euro bezahlt. Jetzt stehen 30 Euro hier auf der Website. Also das Produkt ist an sich leider auch ein bisschen teurer geworden. Und das ist halt jetzt schon so ein Produkt, was relativ stark dosiert ist. Aber ich habe das Produkt geliebt, muss ich sagen. Auch wenn es bei mir jetzt nicht so die große Wirkung gezeigt hat. Der Pumpspender, grandios. Auch die Formulierung von dem Serum selber. Denn wer mir schon so ein bisschen folgt, weiß, ich habe eine fettige Mischhaut. Und wenn dann Serien schon fettig formuliert sind, oh, das ist für mich immer eine schwierige Angelegenheit. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wie zum Beispiel auch bei mir unter dem Video ein Zuschauer geschrieben hat, dass man das eben auch, wenn man ein fettiges Serum hat, eben punktuell auftragen könnte, was ja am Pickel selber dann nicht wirklich stören würde. Wie gesagt, ich habe damit nicht die Erfahrung, bin ganz froh, dass ich keine Akne habe und das nicht testen muss. Rosazea, und das ist wohl klar, wenn du solche Hautkrankheiten hast, Absprache mit dem Hautarzt, habe ich ja schon gesagt, aber da musst du halt auch die dementsprechende Prozentzahl an Acelainsäure mitbringen. Und da bist du mit 15% eigentlich schon an der richtigen Stelle. Ich habe aber noch andere Produkte, die ich zum Teil noch ausprobieren möchte. Bei dem war ich mir jetzt bis jetzt immer unsicher, weil der Leon ja auch ein Produkt bei Colibri hat mit Acelainsäure. Und wie ich schon gesagt habe, an sich hat mir das noch nicht so wirklich was gebracht. Und da habe ich halt immer hin und her überlegt, welches noch probieren oder welches nicht probieren. Denn das Ganze kostet ja immer seinen Preis. Also ich kann zu dem Colibri-Produkt natürlich nichts sagen. Was ich mir aber gekauft habe, und
von diesem Produkt können wir sicher sein, dass es einfach nur eine hautberuhigende Wirkung hat, ist das Isana Acelain Serum. Und da ist tatsächlich Acelainsäure drin. Ne? Also, weil wir müssen festhalten, es gibt das Produkt von Balea Expert mit einem Acelain-Derivat. Das sind, glaube ich, auch bloß 3% drin, aber dieses Derivat, von dem weiß man nicht so 100%, wie es auf der Haut wirkt, aber es ist auf jeden Fall auch nur eine hautberuhigende Wirkung. Und ich weiß noch, da gab es so einen kleinen Aufschrei, die liebe Xenia vom Kanal Inkipedia hat ein Video dazu gemacht auf Instagram, glaube ich, dass sich die Leute halt bei ihr auch aufgeregt haben, mit sowas macht man keine Werbung und so. Aber DM hat es geschickt gemacht, die haben nur Acelain auf das Produkt geschrieben, nicht Säure, sondern Acelain, Sternchen, Sternchen und erklären es dann. Ne, also ich habe das Produkt noch da, ich mag das Produkt so von der Konsistenz her, weil es eher wässrig ist und es hat auf meine Haut eine hautberuhigende Wirkung. Aber da stelle ich in Frage, ob vielleicht nicht auch nur das Panthenol die hautberuhigende Wirkung hat. Also da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Dann gibt es von No ein Produkt. Das habe ich selber auch vorgestellt. Mit dem hatte ich meine Schwierigkeiten. Und an dem habe ich echt lange rumgemacht. Das ist so ein Zwei-Phasen-Produkt. Das ist super fettig. Und auf meiner Haut hat das nicht viel angerichtet, muss ich sagen. Also ich wollte es gegen Ende hin dann auch einfach nur noch leer machen. Und bei so einem Produkt muss ich halt ganz einfach sagen, wenn du sowas hast, was mit deinem Hauttyp nicht so hundertprozentig übereinstimmt, nimm es punktuell. Aber ich weiß auch von meinen Zuschauern, dass die ebenfalls mit der Acelainsäure in dem Produkt, weil es sind nur 5%, nicht viel ausrichten konnten. Und es ist zwar ein schönes Produkt, nicht die Frage, wer es halt wirklich verträgt und wessen Hauttyp das halt wirklich gut abhaben kann, aber es gibt bessere, muss ich wirklich sagen, inzwischen. Also da gibt es schon richtig gute Sachen und da ist das Face Theory Produkt bei mir an erster Stelle. Denn ich habe noch nie so eine Formulierung erlebt, muss ich wirklich sagen. Was ich selbst jetzt noch gar nicht probiert habe, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe mit dem Inhaltsstoff so ein bisschen abgeschlossen, aber ich bin halt schon auch noch neugierig, denn was ich probiert habe, ist ja Ceramide. Ich habe ein Video zu Ceramide gemacht, oder Ceramide, wie man so schön sagt, und die haben ja ein Acid-Produkt rausgebracht mit Acelainsäure, und zwar 15%. Die Sachen gibt es ab und zu günstiger, also man muss so Leon dazu ein bisschen im Auge behalten und gucken, vielleicht gibt es mal wieder eine Aktion. Die letzte Aktion war erst, gar vor über einem Monat oder so. Also es hilft, Leon zu folgen, um zu gucken, ob es nicht da mal wieder irgendwie was billiger gibt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, diese Formulierung von den Terramide-Sachen, ich habe sowas einfach noch nie erlebt. Muss ich ganz ehrlich sagen, denn meine Haut hat zum Beispiel dieses Vitamin C Serum geliebt. Und wenn du jetzt halt speziell Probleme hast und eben Acelainsäure brauchst, dann guckst du dir mal auf jeden Fall das Ceramide Produkt an. Mein Favorit ist tatsächlich das von Face Theory. Und was ich dir halt einfach auch ans Herz legen möchte, ist das von Ceramide, um halt wirklich so ein bisschen in die Vollen zu gehen. Aber achte bitte darauf, weil beide Produkte eben mit 15% daherkommen, dass du vorsichtig mit dem Produkt umgehst. Ne? Also ich hätte es ja schon zu Anfang gesagt, bloß weil du etwas öfters auftragen könntest, musst du trotzdem auf deine Haut achten. Und ich würde bei sowas immer bei einmal die Woche anfangen. Acelainsäure kann, wenn du es wirklich verträgst, also wenn du es wirklich verträgst, auch mit anderen Säuren kombiniert werden, wie AHA und BHA. Das sind so meine Säuren. Und auch da, wie schon erwähnt, darauf achten, ob du es verträgst. Und was zum Schluss noch zählt, gerade wenn du eben solche Sachen verwendest und sie eben auch tagsüber in der Routine verwendest, was absolut kein Problem ist, achte bitte auf den Sonnenschutz. Sonnenschutz ist in der Skincare-Routine einfach ein absolutes Muss. Ich habe viel zu spät mit dem Thema angefangen, aber du musst ja nicht zu spät damit anfangen. Wie ist es bei dir? Welche Erfahrungen hast du mit dem Inhaltsstoff gemacht? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten.
gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.